Sie lebten dann in Dietzenbach, besuchten das Gymnasium und dann am 6. Juli 2006, schlagartig, änderte sich alles. Was Genau. war denn an diesem Tag? Also das war, erstmal sind wir in Dietzenbach angekommen. Dietzenbach wurde meine neue Heimatstadt. Habe da sehr, sehr lange gelebt, Grundschulzeit, meinen Abschluss da gemacht und habe mich da tief verwurzelt gefühlt, meine Freunde gefunden, meinen Lebensmittelpunkt gefunden. Im Verein war ich da aktiv und einfach auch mich mit der Stadt und mit dem Land und mit der Stadt auch, identifiziert. Und hatte irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwann angekommen bin, dass ich jetzt wirklich auch hier zu dieser Gesellschaft auch gehöre und dass ich hier meinen Platz gefunden habe. Und das änderte sich dann an diesem besagten Tag. Ich werde diesen Tag auch nie in meinem Leben vergessen. Das war ein sehr heißer Julitag, 6. Juli 2006. Das war kurz vor dem WM-Finale hier in Deutschland. Und eines Morgens klingelte dann bei uns, es war gegen 5 Uhr morgens, klingelte es an der Tür. Und wir haben dann da aufgemacht. Auf einmal standen irgendwie 15 maskierte Polizisten vor uns mit einem Durchsuchungsbefehl in der Hand und haben dann gesagt, dass sie die Wohnung durchsuchen müssen, weil angeblich meine Eltern falsche Angaben zu ihrer Identität damals vor 20 Jahren gemacht hätten. Haben dann die Wohnung über 5 Stunden auf den Kopf gestellt. Sie müssen sich vorstellen, irgendwie 15 Leute in 4 Zimmer. Die haben wirklich jeden einzelnen Zentimeter abgesucht, haben den Fernseher auch gemacht, haben den Kühlschrank nachgeschaut, haben die Wände abgeklappert und. Also alles, was Sie sich vorstellen können, das war ein Horrorszenario. Und das ging dann weiter. Ich wusste gar nicht, was Sache ist, was sie überhaupt von uns wollen. Das war ein Morgen der vielen Fragezeichen. Ich wusste gar nicht, was sie überhaupt von uns wollen. Was ist passiert, dass wir auf einmal dem entgegengesetzt werden? Wir wurden da kriminalisiert. Die Nachbarn haben aus dem Fenster geschaut. Und wenn man jemanden da sieht, dass da 15 Polizisten da kommen, dann denkt man nichts Gutes. Und das ging dann so weiter. Dann war der Vormittag vorbei. Dann haben die mich mitgenommen zur Polizei. Ich war damals, alt war ich schon da, 17, nee, 18, 19, 18, 19. Da haben die mich dann mitgenommen zur Polizei, haben mich da fotografiert, vernommen. Ich musste meine Speichelprobe abgeben und wurde wie Schwerverbrecher auch behandelt. Und anschließend, nach dieser Vernehmung, haben die mich dann der Haftrichterin vorgeführt, weil die gesagt haben, es besteht die Gefahr, dass ich abtauche, nachdem die angeblich irgendwie jetzt unsere wahre Identität herausbekommen hätten, was nicht stimmt. Haben die dann gesagt, du könntest abtauchen. Und da haben die mich der Richterin vorgeführt. Und die Richterin, also es ging darum, dass sie mich dann ins Gefängnis stecken. Also die Richterin sollte das okay geben, dass ich ins Gefängnis komme. Ich war ein unbescholtener Bürger, ich bin nie mit dem Gesetz konfrontiert worden, hatte nie Probleme gehabt. Und auf einmal stand ich vor der Richterin, was für mich ganz neu war und auch sehr unangenehm und auch womit ich auch gar nichts zu tun hatte. Also das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann habe ich der Richterin gesagt, ich stehe hier kurz vorm Abitur, möchte gerne Abitur machen. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich nicht abtauche. Bitte stecken Sie mich nicht ins Gefängnis. Und dann hat sie irgendwie auch Mitgefühl gehabt mit mir und hat auch meine Situation wahrgenommen und gesehen, was für eine miserable Situation ich da war. Und ich war am Boden an dem Nachmittag dann. Und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube Ihnen das, Sie geben mir Ihr Wort und wenn das Sie nicht abtauchen, und dann kommen Sie auch nicht ins Gefängnis. Und ihr Vater? Ja, und mein Vater hat leider nicht so viel Glück gehabt und wurde dann ins Gefängnis gesteckt. War dann lange Zeit auch im Gefängnis und unser Anwalt hat ihn dann rausgeboxt aus dem Gefängnis. Aber anschließend wurde er dann trotzdem abgeschoben.